Dieses Werk ist eine Wunscherfüllung. Für mich selbst und vielleicht auch für euch. Es ist eine so wundervolle Geschichte, die mich seit so vielen Jahren begleitet. Und so möchte ich sie euch schenken, vor allen Dingen euch Kindern, die ihr diese Geschichte vielleicht noch nicht kennt. Es ist eine so wundervolle Erzählung. Es ist die Geschichte des kleinen Prinzen. Für Leon Wert. Ich bitte die Kinder um Verzeihung, dass ich dieses Buch einem Erwachsenen widme. Ich habe jedoch einen guten Grund. Dieser Erwachsene ist mein bester Freund auf der Welt. Und ich habe noch einen Grund. Dieser Erwachsene versteht alles, sogar Bücher für Kinder. Und ich habe einen dritten Grund. Dieser Erwachsene lebt in Frankreich und dort leidet er Hunger und Kälte. Da braucht er etwas, das ihn aufmuntert. Wenn all diese Gründe nicht reichen, dann widme ich dieses Buch also dem Kinde, das dieser Erwachsene einmal gewesen ist. Alle Erwachsenen waren früher Kinder. Die meisten erinnern sich nur nicht mehr daran. Ich korrigiere also meine Widmung. Für den kleinen Jungen, der Leon Wert einst war. Als ich 6 war, sah ich einmal ein wunderschönes Buch über den Urwald, das wahre Geschichten aus der Natur hieß. Eine Boa, die gerade ein Raubtier verschlingt. Im Buch wurde erläutert, Boas verschlingen ihre Beute ganz, ohne sie zu zerkauen. Anschließend können sie sich nicht mehr bewegen und müssen 6 Monate Verdauungsschlaf halten. Ich habe daraufhin viel nachgedacht über die spannenden Dinge, die im Dschungel passieren. Irgendwann gab ich mich dann selbst ans Zeichnen. Ich griff mir einen Buntstift und hatte bald das erste Bild fertig. Meine Zeichnung Nummer 1. Sie sah so aus. Ich zeigte mein Meisterwerk den Erwachsenen und fragte sie, ob meine Zeichnung ihnen Angst mache. Sie antworteten mir, Angst? Warum? Was ist denn so furchterregend an einem Hut? Dabei sollte meine Zeichnung gar keinen Hut darstellen, sondern eine Boa, die einen Elefanten verdaut. Also habe ich das Innere der Boa gezeichnet, damit die Erwachsenen das Bild auch verstanden. Denen muss man nämlich immer alles erklären. Meine Zeichnung Nummer 2 sah so aus. Da rieten mir die Erwachsenen, das Zeichnen von geschlossenen und offenen Boas zurückzustellen und mich lieber für Geographie, Geschichte, Grammatik und das Rechnen zu interessieren. So kam es, dass ich im Alter von 6 Jahren meine wunderbare Karriere als Maler aufgab. Die Erwachsenen verstehen nie etwas von selbst. Und es ist anstrengend für Kinder, ihnen immer und ewig alles zu erklären. Ich musste also etwas anderes werden und erlernte schließlich den Beruf des Piloten. Ich bin so ziemlich überall in der Welt herumgeflogen. Und die Geographie, das stimmt schon, hat mir dabei gute Dienste geleistet.
Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das hilft einem sehr, wenn man sich einmal nachts verirrt. Ich bekam durch mein Metier haufenweise Gelegenheit, haufenweise ernsthafte Leute kennenzulernen. Ich habe viel Zeit unter Erwachsenen verbracht. Ich durfte sie aus nächster Nähe erleben. Das hat meine Meinung über sie nicht unbedingt verbessert. Immer wenn ich einem Erwachsenen begegnete, der mir ein wenig klarsichtiger erschien, machte ich mit ihm eine Art Experiment. Ich zeigte ihm meine Zeichnung Nummer 1, die ich sorgfältig aufbewahrt hatte. Ich wollte herausfinden, ob er wirklich verständig war. Doch stets antwortete mir der Erwachsene, das ist ein Hut. Also redete ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über Sterne. Ich stellte mich auf seinen Horizont ein. Ich sprach mit ihm über Bridge, über Golf, über Politik und über Krawatten. Und der Erwachsene freute sich, einem so verständigen Menschen begegnet zu sein. So lebte ich denn allein ohne irgendjemanden, mit dem ich richtig hätte reden können. Bis zu jener bewussten Panne in der Sahara vor 6 Jahren. Der Motor meines Flugzeuges streikte. Da ich niemanden dabei hatte, keinen Mechaniker, keine Passagiere, musste ich mich ganz alleine an die schwierige Reparatur machen. Es ging für mich um Leben oder Tod. Mein Trinkwasser reichte höchstens noch für 8 Tage. Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel einsamer und abgeschiedener noch als ein Schiffbrüchiger auf seinem Floß mitten im weiten Ozean. Da könnt ihr euch die Überraschung vorstellen, die mich ergriff, als mich bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme weckte. Sie sagte, ach bitte, zeichne mir ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Wie vom Blitz getroffen, sprang ich auf. Ich rieb mir gründlich die Augen. Ich schaute genau hin. Und da sah ich einen kleinen Burschen, einen äußerst sonderbaren allerdings, der vor mir stand und mich kritisch musterte. Ich starrte mit großen, staunenden Augen auf diese Erscheinung. Vergesst nicht, ich befand mich tausende von Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Mein kleiner Mann schien sich jedoch weder verlaufen zu haben, noch wirkte er halb tot vor Erschöpfung, vor Hunger, vor Durst oder vor Angst. Er machte ganz und gar nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verirrten Kindes. Als ich endlich reden konnte, fragte ich ihn, »Wie kommst du denn hierher?« Da wiederholte er ganz leise und es klang nach einem höchst ernsthaften Anliegen. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wenn etwas Geheimnisvolles einen gar zu sehr überwältigt, wagt man keinen Ungehorsam. So albern mir das 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend und in einer lebensgefährlichen Lage auch vorkam. Ich zog ein Blatt Papier und einen Füllfederhalter aus meiner Tasche. Da freilich erinnerte ich mich, dass ich in erster Linie Geographie, Geschichte, Grammatik und Rechnen gelernt hatte und sagte zu dem kleinen Mann, inzwischen schon etwas mürrisch, dass ich nicht zeichnen könne. Das spielt keine Rolle, zeichne mir ein Schaf. Er antwortete nur, spielt keine Rolle, zeichne mir ein Schaf, zeichne mir ein Schaf. Da ich noch nie ein Schaf gezeichnet hatte, fertigte ich einmal wieder eine der beiden Zeichnungen an, die ich beherrschte. Die mit der geschlossenen Bohr. Und ich war völlig verdutzt, als der kleine Mann mir entgegnete. Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Bohr. Eine Bohr ist sehr gefährlich. Und ein Elefant nimmt zu viel Platz weg. Bei mir zu Hause ist alles sehr klein und eng. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also zeichnete ich. Er schaute mir aufmerksam zu, bemerkte dann aber, nein, das ist schon sehr krank, mach ein anderes. Ich zeichnete. Mein Freund lächelte lieb und voller Nachsicht.
Du siehst wohl selbst, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner. Also fertigte ich noch eine Zeichnung. Doch sie wurde abgelehnt, wie die anderen zuvor. Das ist zu alt, ich will ein Schaf, das noch lange lebt. Nun verlor ich die Geduld, zumal es allmählich Zeit wurde, dass ich meinen Motor auseinandernahm. Also zeichnete ich dies. Dazu brummte ich: Das ist eine Kiste. Das Schaf, das du dir wünschst, liegt da drin. Doch zu meiner Überraschung hellte sich das Gesicht meines jungen Kunstrichters auf. Genau so habe ich es gewollt. Glaubst du, dieses Schaf braucht viel Gras? Warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Es reicht bestimmt. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt. Er beugte sich über die Zeichnung. Aber auch nicht zu klein. Ach, schau, es ist eingeschlafen. So habe ich den kleinen Prinzen kennengelernt. Der kleine Prinz stellte mir zwar jede Menge Fragen, schien meine aber nie zu hören. Als er beispielsweise zum ersten Mal mein Flugzeug sah, mein Flugzeug zeichne ich jetzt nicht, das würde meine Künste doch zu sehr überfordern, fragte er mich. Was ist denn das für ein Ding? Das ist kein Ding, das fliegt, das ist ein Flugzeug. Es ist mein Flugzeug. Und mit einigem Stolz gab ich ihm zu verstehen, dass ich die Kunst des Fliegens beherrschte. Ach so, aber trotzdem bist du vom Himmel gefallen. Ja, erwiderte ich leicht verlegen. Ist ja komisch. Und der kleine Prinz musste ganz schön lachen, was mich doch sehr ärgerte. Ich möchte, dass man mein Missgeschick ernst nimmt. Dann kommst du also auch vom Himmel. Von welchem Planeten bist du denn? Ich ahnte die Möglichkeit, etwas Licht in das Rätsel seiner Anwesenheit zu bringen. Du kommst also von einem anderen Planeten? Wo genau kommst du her, kleiner Mann? Zwar nickte er leicht, schaute dabei aber zu meinem Flugzeug hin. Schon klar, mit dem Ding da kannst du nicht von allzu weit herkommen. Und er versank in ein längeres Gedankenspiel. Dann zog er mein Schaf aus der Tasche und versenkte sich in eine längere Betrachtung seines Schatzes. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir die Worte des kleinen Prinzen keine Ruhe ließen. Mit seiner Erwähnung der anderen Planeten hatte er mir einen Anhaltspunkt geliefert. Ich bemühte mich also, mehr aus ihm herauszubekommen. Wo genau kommst du her, kleiner Mann? Wo ist denn das bei dir zu Hause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Es hat schon sein Gutes, dass du mir die Kiste dazu mitgegeben hast. Die kann ihm nachts als Stall dienen. Genau. Und wenn du nett bist, schenke ich dir noch einen Strick dazu für tagsüber zum Anbinden und einen Pflock dazu. Der Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu empören. Anbinden? Du hast vielleicht Ideen. Aber wenn du es nicht anbindest, dann läuft es vielleicht weg und verirrt sich. Wo soll es denn hinlaufen? Keine Ahnung, weg eben, immer geradeaus. Doch der kleine Prinz entgegnete nachdrücklich: Keine Gefahr, bei mir zu Hause ist alles so klein. Und er fügte hinzu, vielleicht mit etwas Schwermut in der Stimme: Geradeaus kommt man nicht weit. So hatte ich denn eine zweite höchst wichtige Einzelheit erfahren. Sein Heimatplanet war kaum größer als ein Haus. Dies verwunderte mich nicht sonderlich. Ich wusste ja, dass es neben den richtig dicken Planeten, denen man Namen verpasst hat, Erde, Jupiter, Mars, Venus und so weiter, noch hunderte anderer gibt, die manchmal so klein sind, dass man sie selbst mit dem Teleskop nur mühsam erkennt. Wenn nun ein Astronom einen von ihnen entdeckt, verpasst er ihm statt eines Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid 325. Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Asteroid wurde bisher nur ein einziges Mal mit dem Fernrohr erblickt. Und zwar im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen.
Er hat damals seine Entdeckung in einem großen Vortrag auf einem Astronomiekongress bekannt gemacht. Aber niemand glaubte ihm. Und das nur, weil er morgenländische Sachen trug. Die Erwachsenen sind halt so. Dass der Asteroid B612 nun nicht völlig in Vergessenheit geriet, verdankt er einem türkischen Diktator. Der nämlich befahl seinem Volk, bei Androhung der Todesstrafe, sich europäisch zu kleiden. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag 1920 in einem hocheleganten Anzug. Und diesmal überzeugte er alle. Wenn ich euch all diese Details über den Asteroiden B612 berichte und euch sogar seine Nummer verrate, dann geschieht es eben wegen den Erwachsenen. Die Erwachsenen lieben Zahlen. Wenn ihr ihnen erzählt, ihr hättet einen neuen Freund, erkundigen sie sich niemals nach dem Wesentlichen. Nie werdet ihr von ihnen hören. Wie klingt seine Stimme? Was spielt er am liebsten? Sammelt er auch Schmetterlinge? Sie fragen, wie alt ist er? Wie viele Geschwister hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Erst wenn sie das wissen, glauben sie ihn zu kennen. Wenn ihr Erwachsenen vorschwärmt, ich habe ein schönes Haus gesehen aus hellroten Ziegelsteinen mit Geranien an den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann können sie sich dieses Haus nicht vorstellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das ist 100.000 Franc wert. Dann rufen sie gleich, ach, wie hübsch. Nicht anders ergeht es euch, wenn ihr ihnen erklärt, der Beweis, dass der kleine Prinz existiert hat, besteht darin, dass er bezaubernd war, dass er lachte und dass er ein Schaf haben wollte. Wenn jemand ein Schaf haben will, beweist dies doch, dass er existiert. Sie werden die Achseln zucken und das Ganze als Kinderei abtun. Aber wenn er ihnen mitteilt, der Planet, von dem er kam, ist der Asteroid B612, dann sind sie gleich überzeugt und ersparen euch weitere Fragen. Sie sind ebenso. Man darf es ihnen nicht übel nehmen. Kinder müssen mit Erwachsenen sehr nachsichtig sein. Wir jedoch, die wir das Leben verstehen, wir scheren uns natürlich einen Dreck um Zahlen. Ich hätte diese Geschichte auch viel lieber wie ein Märchen begonnen. Ich hätte gerne so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, kaum größer als er selbst, und brauchte einen Freund. Jeder, der das Leben versteht, hätte dies für erheblich glaubhafter gehalten. Ich möchte nämlich nicht, dass man mein Buch als etwas Belangloses liest. Dazu bereitet mir das Erzählen all dieser Erinnerungen doch zu starken Kummer. Schon 6 Jahre ist es jetzt her, dass mein Freund fortging samt seinem Schaf. Wenn ich hier versuche, ihn zu beschreiben, dann, weil ich ihn nicht vergessen will. Einen Freund zu vergessen ist eine traurige Sache. Und es hat ja nicht jeder einen Freund gehabt. Jeden Tag erfuhr ich etwas mehr über den Planeten des kleinen Prinzen, über seinen Aufbruch zur Reise und über deren Verlauf. Das kam allmählich, je nachdem, worüber er gerade nachdachte. Auf diese Weise hörte ich am 3. Tag von dem Drama mit dem Affenbrotbaum. Plötzlich fragte mich der kleine Prinz nämlich, wie von einem bohrenden Zweifel geplagt. Die Schafe, die fressen doch Sträucher, nicht wahr? Ja, das stimmt. Da bin ich aber froh. Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, ob Schafe Sträucher fressen. Aber der kleine Prinz fuhr fort. Dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume. Ich wies den kleinen Prinzen darauf hin, dass Affenbrotbäume keine Stauden seien, sondern Bäume so hoch wie Kirchtürme. Da könne er eine ganze Herde Elefanten mitnehmen. Die Idee mit dem Elefanten amüsierte den kleinen Prinzen. Vielleicht doch, wenn man sie übereinander stapelt. Bevor Affenbrotbäume groß werden, sind sie erstmal klein. Richtig, aber warum sollen denn deine Schafe die kleinen Affenbrotbäume fressen? Na, überleg mal. Ich aber musste meine Intelligenz ganz schön strapazieren, bis ich endlich von allein hinter das Problem kam.
Wie auf allen Planeten gab es selbstverständlich auch auf dem Planeten des kleinen Prinzen gute Pflanzen und schlechte Pflanzen. Also auch gute Samen von guten Pflanzen und schlechte Samen von schlechten Pflanzen. Samen freilich sieht man nicht. Sie schlummern unbemerkt im Schoß der Erde, bis einen von ihnen die Laune anwandelt, zu erwachen. Dann räkelt und regt sich das kleine Wesen und treibt einen niedlichen, harmlosen Spross der Sonne entgegen. Handelt es sich um einen Radieschen- oder Rosenspross, kann man ihn wachsen lassen, wie er will. Kommt er jedoch von einer schlechten Pflanze, muss man diese Pflanze sofort ausreißen. Nun gab es auf dem Planeten des kleinen Prinzen besonders fatale Samen, nämlich eben die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten wimmelte davon. Nun ist es so, wenn man sich eines Affenbrotbaumes zu spät annimmt, wird man ihn nie wieder los. Er bemächtigt sich des ganzen Planeten. Er durchbohrt ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich, sprengen sie ihn. Es ist eine Frage der Disziplin, sagte mir der kleine Prinz hierzu später. Wenn man seine morgendliche Körperpflege hinter sich hat, muss man auch den Planeten sorgfältig pflegen. Man muss sich zwingen, regelmäßig die Affenbrotbäume herauszureißen, sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann, denen sie als junge Triebe sehr ähnlich sehen. Die Arbeit ist zwar ziemlich lästig, aber sehr leicht. Ja, kleiner Prinz, Stück für Stück verstand ich dein kleines, melancholisches Leben. Lange Zeit waren dir die sanften Sonnenuntergänge die einzige Zerstreuung. Ich erfuhr dies am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Ich liebe Sonnenuntergänge. Wir müssen aber noch warten. Warten auf was? Warten, bis die Sonne untergeht. Im ersten Augenblick warst du sehr erstaunt, doch dann hast du über dich gelacht. Ich glaube immer, ich wäre zu Hause. Tatsächlich. Wie jedermann weiß, geht in Frankreich die Sonne unter, wenn in Amerika Tag ist. Um dort einen Sonnenuntergang beobachten zu können, müsste man in einer Minute nach Frankreich fliegen können. Aber zum großen Unglück ist Frankreich viel zu weit weg. Doch auf deinem kleinen Planeten brauchtest du nur deinen Stuhl, um einige Schritte weiter rücken. So erlebtest du die Dämmerung, wann immer du es wolltest. Eines Tages sah ich den Sonnenuntergang 43 Mal. Du weißt doch, wenn man sehr traurig ist, hat man Sonnenuntergänge besonders gern. Am Tag der 44 Mal warst du da besonders traurig. Am fünften Tag verhalf mir wieder das Schaf dabei, ein weiteres Geheimnis aus dem Leben des Prinzen zu entlocken. Plötzlich, ohne Umschweife, fragte er mich, ein Schaf, wenn es Sträucher frisst, frisst es auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was es sieht. Auch Blumen, die Dornen haben? Ja, auch Blumen, die Dornen haben. Wofür sind dann die Dornen? Ich hatte gerade sehr damit zu tun, einen zu festgezogenen Bolzen von meinem Motor abzubekommen. Es machte mir große Sorgen, meine Panne wurde mir immer bedenklicher. Und das Schlimmste daran war, dass mein Trinkwasser zur Neige ging. Wofür sind Dornen gut? Der kleine Prinz vergaß nie eine Frage, wenn er sie gefragt hatte. Ich war ganz mit meinem Bolzen beschäftigt und sagte einfach irgendwas. Die Dornen haben gar keinen Zweck, das ist reine Bosheit der Blumen. Oh, ich glaube dir nicht, Blumen sind schwach. Sie sind einfältig. Sie schützen sich so gut sie können und sie glauben, dass ihre Dornen abschrecken. Ich schwieg. In diesem Moment dachte ich mir, wenn dieser Bolzen jetzt nicht nachgibt, muss ich ihn mit einem Hammer herausschlagen. Da unterbrach mich der kleine Prinz erneut in meinen Gedanken. Glaubst du wirklich, dass Blumen... Nein, aber nein, ich glaube nichts. Ich habe das nur so gesagt. Ich habe nur gerade wichtigere Dinge zu tun. Wichtigere Dinge. Er sah mich an, wie ich mich mit meinem Hammer in der Hand und mit schwarzen Fingern voller Schmierfett über etwas beugte, das ihm sehr häuslich erscheinen musste.
Du redest ja wie die großen Leute. Das beschämte mich ein wenig. Du verdrehst alles. Du bringst alles durcheinander. Er war wirklich sehr verärgert. Er schüttelte seine goldenen Locken im Wind. Seit Millionen von Jahren wachsen den Blumen Dornen. Seit Millionen von Jahren werden diese Blumen dennoch von Schafen gefressen. Und für dich ist es nicht wichtig, wenn man verstehen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen wachsen zu lassen, die zu nichts gut sind? Ist der Kampf zwischen den Schafen und den Blumen etwa nicht wichtig? Und wenn ich eine Blume kenne, die einzig ist auf der Welt, die es nirgendwo anders gibt als auf meinem Planeten. Und wenn ein kleines Schaf diese Blume eines Morgens mit einem einzigen Biss vernichten kann, ohne zu wissen, was es tut, ist das etwa nicht wichtig? Wenn jemand eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt, auf all den Millionen und Millionen Sternen, dann macht es ihn glücklich, nur wenn er sie ansieht. Er sagt sich, meine Blume ist irgendwo da draußen. Wenn das Schaf aber die Blume frisst, dann ist es für ihn, als gingen plötzlich alle Sterne aus. Und das soll nicht wichtig sein. Er konnte nichts mehr sagen, denn er brach plötzlich in Tränen aus. Ich legte mein Werkzeug beiseite. Mein Hammer, mein Bolzen, Durst und Tod waren mir gleichgültig. Es war auf einem Stern, einem Planeten, meinem Planeten, auf der Erde, auf dem ein kleiner Prinz getröstet werden musste. Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn. Ich sagte, die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich zeichne dir einen Maulkorb für dein Schaf. Ich werde dir für deine Blume einen Zaun zeichnen. Ich wusste nicht, was ich weiter sagen sollte. Ich fühlte mich äußerst verlegen. Ich wusste nicht, wie man ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Bald schon lernte ich diese Blumen kennen. Es hatte schon immer auf dem Planeten des kleinen Prinzen Blumen gegeben. Sehr einfache Blumen mit nur einem Kranz von Blütenblättern. Sie brauchten kaum Platz und störten niemanden. Sie erschienen eines Morgens im Gras und verschwanden abends wieder. Aber diese eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, der wer weiß woher gekommen war. Und der kleine Prinz hatte diesen kleinen Sprössling sehr genau beobachtet. Es konnte eine neue Art von Affenbrotbaum sein. Aber bald schon hörte der Strauch zu wachsen auf und er begann eine Blüte hervorzubringen. Der kleine Prinz spürte, während er die Entwicklung einer riesigen Knospe beobachtete, dass eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen müsse. Aber die Blume wollte einfach nicht damit aufhören, sich vorzubereiten. Ihre Schönheit reifte geschützt in ihrer grünen Hülle. Sie wählte ihre Farben mit Bedacht. Sie kleidete sich sorgsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht so verknittert aufgehen wie die Mohnblumen. Sie wollte nur im vollen Glanz ihrer Schönheit erscheinen. Sie wollte hübsch sein. Ihre geheimnisvolle Toilette dauerte tagelang. Doch eines Morgens, gerade bei Sonnenaufgang, enthüllte sie sich. Und sie, die mit größter Präzision gearbeitet hatte, gähnte und sagte, oh, ich bin gerade aufgewacht. Es tut mir leid, ich bin noch ziemlich zerzaust. Der kleine Prinz konnte seine Bewunderung gar nicht mehr zurückhalten. Wie schön du bist, nicht wahr? Und ich bin zur gleichen Zeit geboren wie die Sonne. Der kleine Prinz merkte sofort, dass sie nicht besonders bescheiden war, aber sie war so faszinierend. Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück, nahm sie das Gespräch wieder auf. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken? Da errötete der kleine Prinz, holte frisches Wasser und goss die Blume. So quälte sie ihn recht bald mit ihrer etwas zerbrechlichen Eitelkeit. Eines Tages zum Beispiel sprach sie von ihren 4 Dornen und sagte zum kleinen Prinzen, »Sie können ruhig kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, denn Tiger fressen kein Gras.«
Ich bin kein Gras. Verzeihen Sie mir. Vor Tigern habe ich keine Angst, aber mir graut es vor der Zugluft. Besitzen Sie denn keinen Wandschirm? Angst vor Zugluft? Und das ist nicht besonders glücklich für eine Pflanze, dachte der kleine Prinz. Diese Blume ist sehr anspruchsvoll. Aber der Wind weht doch nur leicht. Das laue Lüftchen ist für Sie als Blume sicherlich ganz ungefährlich. Der laue Wind wird sicher nicht immer eine Brise sein. Wenn er stärker wird, geht er mir bestimmt an die Blätter. Ja, und abends wird es recht kalt vielleicht. Vielleicht haben Sie eine Glasglocke, wo ich mich unterstellen könnte. In der Nacht müssen Sie mich schützen. Es ist sehr kalt bei Ihnen zu Hause. Es ist nicht richtig eingestellt. Da, wo ich herkomme, da unterbrach sie sich. Sie erschien in Form eines Samenkorns. Sie hatte nichts von anderen Welten wissen können. Gedemütigt, dass sie bei solch einer Lüge ertappt worden war, hustete sie 2 oder 3 Mal, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Ach, ich glaube, das ist Schüttelfrost. Wie war das mit dem Wandschirm? Ja, ich hole ihn. Die Rose war recht schwierig, sie war recht anspruchsvoll. Und ich musste so viel für sie tun, dass ich gar nicht mehr dazu kam, was ich eigentlich tun wollte. Ich hätte das nicht so ernst nehmen dürfen. Warum nicht? Blumen muss man anschauen und riechen. Meine Blume hat meinen ganzen Planeten mit ihrem lieblichen Duft erfüllt. Ihre Bitten, ihre Forderungen hätten mich berühren sollen, aber sie haben mich bloß gereizt. Und dann hat sie mir auch noch meine Sonnenuntergänge verdorben. Deine Sonnenuntergänge? Ja, mein Planet ist ja sehr klein, habe ich ja schon gesagt. Ich sagte zu ihr, wie schön der Sonnenuntergang ist. Ja, wunderschön. Natürlich kann die Sonne meine Schönheit nicht übertreffen. Ich sagte, mir ist danach einen weiteren zu sehen. Und ich rückte meinen Stuhl ein Stück weiter weg. Und schon beschwerte sie sich. Sie sind so weit weg, mir ist nicht ganz wohl in der Dunkelheit. Ich bin hier so ganz alleine. Ich verzeihe Ihnen die Unhöflichkeit, in einem Gespräch einfach wegzugehen und meine Gesellschaft zu ignorieren. Ich komme ja schon wieder. Von da an konnte ich keinen Sonnenuntergang mehr ansehen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, ich verstehe. Ja, aber ich verstand das damals nicht. Sie glühte und duftete nur für mich. Sie wollte mir gefallen und für mich noch schöner als ein Sonnenuntergang sein. Ich habe das nicht erkannt. Ich hätte nicht auf sie hören sollen. Man sollte den Blumen nie zuhören. Wir müssen sie betrachten und ihren Duft einatmen. Meine Blume erfüllte meinen ganzen Planeten mit ihrem Duft, aber ich wurde nicht glücklich darüber. Diese Geschichte von der Kralle, die mich so sehr reizte, hätte mich mehr berühren sollen. Ich war damals nicht in der Lage, das zu begreifen. Ich hätte sie nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und erglühte für mich. Ich hätte niemals fortgehen dürfen. Ich hätte hinter ihren armen kleinen Tricks ihre Zuneigung erraten sollen. Blumen sind voller Widersprüche. Aber ich war zu jung, um zu wissen, dass ich sie liebe. Ich glaube, er benutzte für seine Flucht einen Zug wilder Vögel. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten noch in Ordnung. Sorgfältig reinigte er die aktiven Vulkane. Er besaß 2 aktive Vulkane. Das war sehr praktisch fürs Kochen zum Frühstück. Er hatte auch einen erloschenen Vulkan. Wenn sie gut gefegt werden, brennen die Vulkane sanft und gleichmäßig, ohne jemals auszubrechen. Vulkanausbrüche sind wie Kaminfeuer. Wir auf unserem Planeten sind ganz offensichtlich viel zu klein, um unsere Vulkane fegen zu können. Darum bereiten sie uns auch so viel Ärger. Mit ein wenig Schwermut riss der kleine Prinz den letzten Trieb eines Affenbrotbaumes aus. Er glaubte, er würde nie wieder zurückkehren. Aber all diese alltäglichen Arbeiten schienen ihm an diesem Morgen ganz besonders verlockend. Und als er die Blume zum letzten Mal goss und er sie zum Schutze unter eine Glasglocke stellen wollte, entdeckte er in sich den Drang zu weinen. »Lebe wohl«, sagte er zu der Blume, aber sie antwortete nicht. »Lebe wohl«, wiederholte er.
Ich war dumm, sagte sie schließlich. Verzeih mir bitte. Versuche, glücklich zu sein. Es überraschte ihn, dass sie ihm keine Vorwürfe machte. Ganz verwirrt stand er mit der Glasglocke da. Denn diese stille Sanftmut verstand er nicht. Ja, ich liebe dich, sagte die Blume. Du konntest es nicht wissen, das ist meine Schuld. Es spielt keine Rolle. Aber du warst genauso dumm wie ich. Versuche, glücklich zu sein. Lass die Glaskugel, ich will sie nicht mehr. Aber der Wind, ich bin nicht so stark erkältet. Die kühle Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere, mach es nicht so lang, das ist fürchterlich. Du hast dich entschieden zu gehen, also geh. Sie wollte nicht, dass er sie weinen sieht. Sie war eine sehr stolze Blume. Ich habe dir das nie gesagt. Das war falsch. Es ist gut zu reisen. Ich werde dich nicht aufhalten. Und dann reckte sie ihre vier Dornen angeberisch in den Himmel. Sie sollen nur kommen. Wer? Natürlich die Tiger mit ihren großen Krallen. Ich weiß mich zu verteidigen. Ich hätte nicht fliehen sollen. Hinter all dem Kommandieren und den Gemeinheiten hätte ich ihre Zärtlichkeit erkennen sollen. Das ist nicht leicht. Um die Gefühle eines anderen zu verstehen, braucht es viel Geduld, Aufmerksamkeit und Liebe. Und das gilt für beide Seiten. Ja, jetzt weiß ich das. Und dann? Bist du gleich hierhin zur Erde? Nein, ich habe viele Planeten bereist, bevor ich hierher kam. Auf dem ersten lebte ein König. Er saß auf einem Thron, gehüllt in einen purpurnen Hermelinmantel. Aha, aber sein Planet war nicht viel größer als meiner. Ah, sieh an, ein Untertan, rief er, als er mich sah. Woher kennen Sie mich? Sie haben mich doch noch nie gesehen. Alle Menschen sind Untertanen. Komm näher heran, damit ich dich besser sehe. Er schien mir sehr stolz, dass er endlich für jemand König war. Aber ich konnte nicht näher heran, denn sein ganzer Planet war bedeckt von seinem purpurnen Hermelinmantel. Ich war recht erschöpft von der Reise und so musste ich gähnen. Es verstößt gegen die Etikette, im Gegenwart eines Königs zu gähnen. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht verhindern, meine Reise war lang und ich bin müde. Dann befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das ist eine Seltenheit. Los, gähne noch einmal. Das ist ein Befehl. Jetzt kann ich nicht mehr. Dann befehle ich dir, bald zu gähnen. Na gut, darf ich mich setzen? Ich befehle dir, dich zu setzen. Weißt du, dem König war es im hohen Maße wichtig, dass man seine Autorität respektiert. Er duldete kein Ungehorsam. Er war eben ein absoluter Monarch. Aber doch war er sehr gütig, denn er gab vernünftige Befehle. Worüber herrscht ihr? Über alles. Über alles? Ja, über alles. Und der König zeigte auf die Planeten und die Sterne, denn er war nicht nur ein absoluter Monarch, sondern ein universeller. Und die Sterne gehorchen euch? Gewiss, alles gehorcht mir. Ich dulde kein Ungehorsam. Ich war erstaunt über solche Macht. Wenn ich sie selbst gehabt hätte, dann wäre es mir möglich gewesen, nicht 23, sondern 72 oder sogar 100 oder 200 Sonnenuntergänge an ein und demselben Tag zu sehen, ohne dass ich meinen Stuhl hätte verrücken müssen. Ich wurde ganz traurig in der Erinnerung an meinen kleinen, verlassenen Planeten. Und deshalb fasste ich mir ein Herz und bat den König um eine Gnade. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie der Sonne, unterzugehen. Tja, also, wenn ich einem General gebieten würde, nach Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu fliegen, oder eine Tragödie zu schreiben, oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführt, wer wäre im Unrecht? Er oder ich? Sie. Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft.
Wenn du deinem Volk befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind. Wann wird das sein? Ich sah, wie er einen großen Kalender studierte. Das wird sein das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Ich musste gähnen. Es tat mir leid um den versäumten Sonnenuntergang, denn ich langweilte mich schon ein bisschen. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde abreisen. Reise nicht ab. Ich mache dich zum Minister. Er schien mir so stolz, einen Untertan zu haben. Zu was für einem Minister? Zum Justizminister. Aber es ist niemand da, über den man richten könnte. Das weiß man nicht. Ich habe die Runde durch mein Königreich noch nicht gemacht. Ich bin sehr alt. Ich habe keinen Platz für einen Wagen und das Gehen macht mich sehr müde. Ich bückte mich, um einen Blick auf die andere Seite des Planeten zu werfen. Oh, aber ich kann sehen, da drüben ist auch niemand. So wirst du also über dich selbst richten. Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten. Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklicher Weiser. Ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen. Ich glaube, dass es hier auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte gibt. Ich höre sie in der Nacht. Du könntest Richter über diese alte Ratte sein. Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt nur eine. Ich mag es nicht, zum Tode zu verurteilen. Und ich denke, dass ich jetzt gehe. Nein, er sah mich so streng an. Ich hatte meine Vorbereitungen bereits getroffen und ich wollte dem alten Monarchen nicht wehtun. Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könntet Ihr mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind. Er schwieg, er erwiderte nichts, und ich zögerte zunächst, doch dann brach ich auf. Große Leute sind sonderbar. Ich mache dich zu meinem Gesandten, rief er mir noch nach. Doch ich war schon verschwunden. Der nächste Planet, zu dem ich reiste, war von einem Eitlen bewohnt. Ah, schau, schau, ein Bewunderer kommt zu Besuch. Er rief es schon von Weitem, sobald er mich sah. Denn für die Eitlen, das musst du wissen, sind die anderen Leute Bewunderer. Ich grüßte ihn freundlich. Guten Tag, Sie haben einen spaßigen Hut auf. Der ist zum Grüßen. Unglücklicherweise kommt hier so selten jemand vorbei. Ach ja, ich begriff gar nichts. Schlag deine Hände zusammen, empfahl er mir. Also schlug ich meine Hände gegeneinander. Der Eitle grüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüftete. Das war unterhaltender als der Besuch beim König. So schlug ich weiter meine Hände zusammen. Und der Eitle fuhr fort, seinen Hut zu lüften. Nach 5 Minuten wurde mir dieses Spiel langweilig. So fragte ich ihn, und was muss man tun, damit der Hut herunterfällt? Aber er hörte mich nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobenden. So fragte er mich, bewunderst du mich wirklich? Was heißt bewundern? Bewundern heißt, dass ich der schönste, bestangezogenste, der reichste und der intelligenteste Mensch dieses Planeten bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten. Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich, aber warum ist das so wichtig? Naja, jetzt muss ich weiter. Bis dann. Und ich machte mich davon. Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich. Den nächsten Planeten auf meiner Reise bewohnte ein Säufer.
Mein Besuch war sehr kurz, aber er machte mich auch sehr schwermütig. Der Säufer saß stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen. »Was machst du da?« Er antwortete mir, »Ich trinke.« »Warum trinkst du?« »Um zu vergessen.« Ich bedauerte ihn bereits. »Um was zu vergessen?« Er senkte den Kopf und gestand mir, »um zu vergessen, dass ich mich schäme.« In mir regte sich der Wunsch, ihm zu helfen. »Weshalb schämst du dich?« »Weil ich saufe.« Dann verschloss er sich endgültig in Schweigen. Ich war ganz bestürzt und verschwand. Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich. Mein vierter Planet war der eines Geschäftsmannes. Der war so beschäftigt, dass er bei meiner Ankunft nicht einmal den Kopf hob. Ich sprach ihn also an. »Guten Tag, Ihre Zigarette ist ausgegangen.« 3 und 2 ist 5, 5 und 7 ist 12, 12 und 3 ist 15. »Guten Tag, 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Das macht also 501.622.731. 500 Millionen wovon? Wie, du bist immer noch da. 501 Million von, ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7. 501 Millionen wovon? Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, in denen ich auf diesem Planeten wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren. Das war ein Maikäfer, der von weiß Gott woher heruntergefallen war. Und er machte einen schrecklichen Lärm. Ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal vor 11 Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht die Zeit herumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Und ich sage nur 501 Millionen. Millionen wovon? Jetzt begriff der Geschäftsmann wohl, dass es keine Aussicht auf Frieden zwischen uns gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen. Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich habe keine Zeit für Träumereien. Ach, die Sterne. Dann sind es wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich nehme es genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja, nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König gesehen, der Könige besitzen, nicht sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichtum? Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, dachte ich mir, denkt ein wenig wie mein Säufer. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Ich weiß nicht. Niemandem. Dann gehören sie mir. Ich habe als Erster daran gedacht. Das genügt? Gewiss, wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie auch dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich? Ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr. Und was machst du damit? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Irgendwie fühlte ich mich nicht zufrieden mit der Antwort. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, dann kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie in die Bank legen.
Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe. Und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Das ist alles? Das genügt. Ich fand das amüsant. Es ist fast dichterisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Ich denke über die ernsten Dinge ganz anders als die großen Leute. Und deshalb sagte ich ihm, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag gieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre. Denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und auch für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne für nichts nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Er fand keine Antwort. Und so zog ich weiter. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich. Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Und auf ihm war gerade Platz genug für eine Straßenleuchte und einen Laternenanzünder. Ich konnte mir nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenleuchte und einen Laternenanzünder braucht. Ich dachte mir, es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein wenig verrückt ist. Aber er scheint mir weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann oder der Säufer. Seine Arbeit, so schien mir, hatte wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Stern oder Blume ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, da es hübsch ist. So begrüßte ich den Laternenanzünder ganz ehrerbietig. Guten Tag, warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung. Guten Tag. Was ist das, die Weisung? Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet? Das ist die Weisung. Ich verstehe nicht. Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder aus. Dann trocknete er sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftiger zu. Ich löschte am Morgen aus und am Abend wieder an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Wurde die Weisung seit damals geändert? Nein, die Weisung wurde nicht geändert. Siehst du, das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und? Ja, und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich keine Sekunde mehr Ruhe. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche einmal aus. Das ist drollig. Bei dir dauern die Tage eine Minute. Das ist ganz und gar nicht drollig. Jetzt sprechen wir inzwischen schon einen Monat miteinander. Einen Monat? Ja, 30 Minuten, 30 Tage, guten Abend. Und er zündete die Laterne wieder an. Ich sah ihm zu. Ich liebte diesen Anzünder. Er hielt sich so treu an seine Weisung. Ich erinnerte mich an meine eigenen Sonnenuntergänge, bei denen ich meinen Stuhl verrückte. Ich wollte ihm gerne helfen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du möchtest. Denn man kann treu und faul zugleich sein. Schau, dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich also ausruhen, so gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das ist nicht lustig. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Oh, dann ist es aussichtslos. Aussichtslos. Guten Tag. Und er löschte seine Lampe wieder aus. Ich zog weiter. Während ich meine Reise fortsetzte, dachte ich mir, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Säufer und vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde.
Vielleicht kommt es daher, dass er sich mit anderen Dingen beschäftigt als mit sich selbst. Das ist der einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist zu klein. Da ist nicht viel Platz für zwei. Ich gestand es mir nicht wirklich ein, aber ich trauerte diesem gesegneten Planeten nach. Besonders wegen der 1044 Sonnenuntergänge in 24 Stunden. Der sechste Planet war dagegen 10-mal so groß. Ihn bewohnte ein alter Herr, der Bücher schrieb. Als er mich sah, rief er, da schau, ein Forscher. Ich setzte mich zu ihm an den Tisch und verschnaufte erstmal. Die Reise war doch ein wenig anstrengend. Was ist das für ein dickes Buch? Was machen Sie da? Ich bin Geograf. Was ist das, ein Geograf? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Berge, die Städte, die Ströme, die Flüsse und die Wüsten befinden. Das ist sehr interessant. Endlich ein richtiger Beruf. Ich sah mir den Planeten des Geographen an. Es war ein ganz majestätischer Planet. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen. Ach, und Berge? Das kann ich auch nicht wissen. Aber ihr seid Geograf. Und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen. Aber ihr seid doch Geograf. Richtig, aber ich bin kein Forscher. Hier fehlt es an Forschern. Denn weißt du nicht, der Geograf zählt die Städte, die Flüsse, die Berge, die Ozeane und die Wüsten. Ein Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie. Und dann schreibt er ihre Eindrücke auf. Naja, und wenn ihm die Notizen eines Forschers als, sagen wir, beachtenswert erscheinen, lässt der Geograf über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, in den Geographiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. Wie das? Na, weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist. Ich kenne einen. Der wäre ein schlechter Forscher. Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Geht man dann nachsehen? Nein, das ist zu umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, dann verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Und du kommst von weit her, du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. So gesagt, schlug er ein großes Registrierbuch auf und begann seinen Bleistift zu spitzen. Es scheint wohl so, dass man zunächst die Erzählungen der Forscher mit dem Bleistift notiert. Und um sie mit Tinte aufzuschreiben, wartet man, bis der Forscher Beweise geliefert hat. Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe drei Vulkane, zwei in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen. Man weiß nie. Ich habe auch eine Blume. Wir schreiben Blumen nicht auf. Warum das? Sie sind doch das Schönste. Weil Blumen vergänglich sind. Was heißt vergänglich? Schau, die Geographiebücher sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veraltern nie. Es kommt sehr selten vor, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Und es ist sehr selten, dass ein Ozean sein Wasser entleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen. Was bedeutet vergänglich? Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs Gleiche heraus. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Irgendwie verstand ich das immer noch nicht. Außerdem hatte ich noch nie in meinem Leben auf eine einmal gestellte Frage verzichtet. Und das wollte ich auch hier nicht. Vergänglich heißt vom baldigen Entschwinden bedroht. Ist meine Blume vom baldigen Entschwinden bedroht? Gewiss. Meine Blume ist vergänglich und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren.
Und ich habe sie ganz alleine zu Hause zurückgelassen. Das war die erste Regung meiner Reue. Ich war traurig und so fragte ich den Geographen. Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll? Auf den Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf. Und so machte ich mich dann auf den Weg. Und ich dachte dabei an meine Blume. Der siebte Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muss ich euch sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen 6 Kontinenten zusammen eine Armee von 462.511 Laternenanzündern im Dienst hatte. Von einiger Entfernung aus gesehen wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt wie die eines Opernballetts. Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten sie ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen. Dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa. Und dann die von Südamerika. Die von Nordamerika. Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege, der Anzünder der einzigen Laterne am Südpol, führten ein Leben voller Müßiggang und Gemütlichkeit. Sie arbeiteten 2-mal im Jahr. Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein wenig gedrängt hinstellten, etwa wie bei einer Volksversammlung, kämen sie auf einen öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten, kleinsten Insel des Pazifischen Ozeans zusammenfärchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich nämlich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen vielleicht den Rat, sich auszurechnen. Ihr wisst ja, sie beten die Zahlen an. Das wird ihnen gefallen. Aber vergeudet eure Zeit besser nicht damit. Es ist zwecklos. Habt besser Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde angekommen, wunderte ich mich sehr, niemanden zu sehen. Ich fürchtete schon, mich im Planeten geirrt zu haben. Doch da bewegte sich ein mondfarbener Ring im Sand. Gute Nacht, versuchte ich aufs Geratewohl. Gute Nacht, sagte die Schlange. Auf welchem Planeten bin ich hier? Auf der Erde. Du bist in Afrika. Ah, es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. Ich setzte mich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel. Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau, da ist mein Planet. Er steht genau über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist schön. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Aha, die Schlange schwieg. Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Wo sind die Menschen? Man ist auch unter den Menschen einsam. Du bist ein drolliges Tier und dünn wie ein Finger.
Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs. Ich musste lächeln. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht mal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiterbringen als ein Schiff. Sie kam auf mich zu und rollte sich um meinen Knöchel wie ein goldenes Armband. Wen ich berühre, dem gebe ich die Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein, du kommst von einem Stern. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ja, oh, ich habe sehr gut verstanden, was du... Aber warum sprichst du immer in Rätseln? Ich löse sie alle. Und dann schwieg die Schlange. Ich durchquerte die Wüste. Dabei begegnete ich nur einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume. Ich begrüßte sie. Guten Tag, guten Tag. Ich fragte sie ganz höflich, wo sind die Menschen? Scheinbar hatte die kleine Blume einmal eines Tages eine kleine Karawane vorüberziehen sehen. Das war wohl ihre einzige Erfahrung. Die Menschen... Die Menschen, es gibt, glaube ich, 6 oder 7. Ich habe sie vor Jahren gesehen, aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln. Das ist sehr übel für sie. Ich sah sie mitleidig an und entschied mich, weiterzuziehen. Adieu, adieu. Als nächstes bestieg ich einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die ich kannte, waren meine drei Vulkane und sie reichten mir nur bis an die Knie. Den erloschenen Vulkan benutzte ich immer als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der hier werde ich den ganzen Planeten und alle Menschen auf einmal sehen können, dachte ich mir. Aber als ich oben ankam, sah ich nichts als die Nadeln spitziger Felsen. Ich sagte einfach aufs Geratewohl, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, antwortete das Echo. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Seid meine Freunde, ich bin doch so alleine. Ich bin alleine, 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 antwortete mir das Echo. Was für ein merkwürdiger Planet. Er ist ganz trocken, voller Spitzen und so salzig. Und den Menschen scheint es an Fantasie zu fehlen. Sie wiederholen einfach, was man ihnen sagt. Zu Hause hatte ich eine Blume. Sie sprach immer zuerst. Nachdem ich lange über den Sand, die Felsen und sogar den Schnee gewandert war, entdeckte ich endlich eine Straße. Und diese Straße führte zu den Menschen. Da war ein blühender Rosengarten. Guten Tag, sagten die Rosen. Ich sah sie an, sie glichen alle meiner Blume. Ich war ganz erstaunt. Wer seid ihr? Wir sind Rosen. Ach, ich fühlte mich so unglücklich. Meine Blume hatte mir erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzigartig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich. In einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe ich sie wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Ich dachte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume und nun besitze ich nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir nur bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht bereits für immer verloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und ich warf mich ins Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag. Ich drehte mich um, aber sah nichts. Guten Tag. Ich bin da, unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Du bist sehr hübsch.
Ich bin ein Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Ach, Verzeihung. Ich dachte einen Moment nach. Was bedeutet das, gezähmt? Du bist nicht von hier. Was suchst du? Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleiner Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen. Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde. Der Fuchs schien mir auf einmal sehr aufgeregt. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant und Hühner? Nein. Nichts ist vollkommen. Weißt du, mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, dann wird mein Leben voller Sonne sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann, schau, siehst du da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot, für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide lieben. Dann verstummte er und sah mich lange an. Bitte zähme mich. Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zunächst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel heraus anschauen. Und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein wenig näher setzen können. Also kehrte ich am nächsten Morgen zurück. Mein Fuchs erwartete mich bereits. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich bereits aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Was ist ein fester Brauch? Auch etwas in Vergessenheit geratenes. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet, eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbarste Tag der Woche. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Verstehst du, wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich.
und ich hätte niemals Ferien. So wurden der Fuchs und ich immer vertrauter, wir wurden Freunde. Dann kam irgendwann die Stunde des Abschieds. Er sah mich lange an. Ach, ich werde weinen. Das ist deine Schuld. Ich wünsche dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Ja, ich weiß. Aber nun wirst du weinen. Ja, bestimmt. So hast du nichts gewonnen. Doch, ich habe die Farbe des Weizens gewonnen. Geh und schau die Rosen wieder an. Du wirst begreifen, dass deine die einzige ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Also ging ich, um die Rosen wiederzusehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts. Niemand hat sich euch vertraut gemacht. Und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, so wie hunderttausende andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt. Und ich sah, wie die Rosen sich schämten. Ihr seid schön, aber ihr seid leer. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnelt euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe. Außer den zwei oder drei um der Schmetterlinge willen. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe. Oder auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist. Und ich kehrte zum Fuchs zurück. Ich möchte mich verabschieden. Adieu. Adieu. Nun schenke ich dir mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, ich wollte es mir merken. Ich wiederholte es, um mich immer daran zu erinnern. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich. Ich wiederholte es immer und immer wieder. Und so ging ich weiter. Ich kam an ein Bahngleis. Dann traf ich auf einen Menschen. Er saß in einem kleinen Häuschen. Guten Tag. Guten Tag, sagte der Weichensteller. Was machst du da? Ich sortiere die Reisenden nach Tausenderpaketen. Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, bald nach rechts und bald nach links. Und ein lichterfunkelnder Schnellzug, grollend wie der Donner, ließ das Weichenstellerhäuschen erzittern. Diese da haben es wohl sehr eilig. Wohin wollen sie? Der Mann von der Lokomotive weiß es selbst nicht. Dann donnerte ein zweiter blitzender Schnellzug vorbei, diesmal in entgegengesetzter Richtung. Sie kommen schon zurück? Das sind nicht die gleichen. Das wechselt. Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren? Man ist nie zufrieden dort, wo man ist. Und dann rollte ein dritter funkelnder Schnellzug vorbei. Ich staunte nur noch. Verfolgen diese die ersten Reisenden? Nein, sie verfolgen gar nichts. Sie schlafen da drinnen. Oder sie gähnen. Nur die Kinder drücken ihre Nasen an die Fensterscheiben. Nur die Kinder wissen, wohin sie wollen. Sie schenken ihre Zeit einer Puppe aus Stofffetzen. Und die Puppe wird ihnen sehr wertvoll. Und wenn man sie ihnen wegnimmt, dann weinen sie. Sie haben es gut. Ich zog weiter und traf einen anderen Mann. Guten Tag. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Ich wunderte mich sehr.
Warum verkaufst du das? Das ist eine große Zeitersparnis. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man spart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Es war am 8. Tage meiner Panne in der Wüste und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. Ach, sagte ich zum kleinen Prinzen, deine Erinnerungen sind ganz hübsch, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre ganz glücklich, wenn auch ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen könnte. Mein Freund der Fuchs, mein kleines Kerlchen, es handelt sich nicht mehr um deinen Fuchs. Warum? Weil man vor Durst sterben wird. Irgendwie verstand er meinen Einwand nicht. Es ist gut, einen Freund zu haben, selbst wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte. Er erkennt die Gefahr nicht, sagte ich zu mir. Er hatte nie Hunger, nie Durst. Irgendwie las er meine Gedanken. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich machte eine Gebärde der Hoffnungslosigkeit. Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum. Ich hatte wohl ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. Du hast also auch Durst? Fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte einfach, Wasser kann auch gut sein für das Herz. Ich verstand seine Worte nicht, aber ich schwieg. Ich wusste nur zu gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er schien müde. Er setzte sich und ich setzte mich neben ihn. Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht. Gewiss. Ich betrachtete schweigend den Sand unter dem Mond. Die Wüste ist schön. Ja, das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der Stille. Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo hier einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle Leuchten des Sandes plötzlich zu verstehen. Als ich ein kleiner Junge war, wohnte ich in einem alten Haus und eine Geschichte erzählte, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewiss, es hat ihn nie jemand entdeckt. Vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht. Aber er verzauberte dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf dem Grunde seines Herzens. Ja, sagte ich so zu dem kleinen Prinzen, ob es sich um das Haus, um die Wüste oder um die Sterne handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar. Ich bin froh, dass du mit meinem Fuchs übereinstimmst. Der kleine Prinz schlief ein. Ich nahm ihn in meine Arme und machte mich wieder auf den Weg. Ich war zutiefst bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts Zerbrechlicheres auf der Erde. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Winde zitternde Haarsträhne. Und ich sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Eigentliche ist unsichtbar. Seine halb geöffneten Lippen deuteten ein Lächeln an. Was mich an diesem eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu seiner Blume. Ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt wie die Flamme einer Kerze, selbst wenn er schläft. Und er kam mir noch zerbrechlicher vor. Man muss die Kerzen sorgsam schützen. Ein kleiner Windstoß kann sie zum Verlöschen bringen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Der kleine Prinz erwachte und sagte noch ganz verschlafen, die Leute schieben sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, wohin sie fahren wollen.
Und nachher regen sie sich auf und drehen sich im Kreis. Das ist nicht der Mühe wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht dem Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache, in den Boden gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war kein Dorf da und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig, sagte ich zu dem kleinen Prinzen. Alles ist bereit, die Winde, der Kübel und das Seil. Er lachte, berührte das Seil und ließ die Rolle spielen. Und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. Du hörst, wir wecken diesen Brunnen auf und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich abmühte. Lass mich das machen, das ist zu schwer für dich. Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht. In meinen Ohren war noch immer der Gesang der Zugwinde. Und im Wasser, das sich bewegte, sah ich die Sonne zittern. Ich habe Durst, ich möchte dieses Wasser. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen und er trank mit geschlossenen Augen. Das war süß, es war wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Getränk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk. Als ich ein Knabe war, klangen so die Lichter des Christbaums, die Musik der Weihnachtsmesse, die Sanftmut des Lächelns. Dies machte den Glanz der eigentlichen Geschenke aus, die ich erhielt. Die Menschen bei dir zu Hause züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten. Und doch finden sie dort nichts, was sie suchen. Nein, sie finden es nicht. Dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein wenig Wasser finden. Ja, ganz gewiss. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken und es atmete sich wieder gut. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe des Honigs. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich. Warum sollte ich Kummer haben? Als er sich wieder zu mir setzte, sagte der kleine Prinz ganz sanft, Du musst dein Versprechen halten. Welches Versprechen? Du weißt einen Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume. Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, Deine Affenbrotbäume schauen ein wenig wie Kohlköpfe aus. Oh, und ich war auf die Affenbrotbäume so stolz gewesen. Und dein Fuchs, seine Ohren, sie schauen ein wenig wie Hörner aus. Sie sind viel zu lang. Und er lachte wieder. Du bist ungerecht, kleines Kerlchen. Ich konnte nichts zeichnen als geschlossene und offene Riesenschlangen. Oh, es wird schon gehen. Die Kinder wissen ja Bescheid. Ich kritzelte also einen Maulkorb hin und das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich ihn dem kleinen Prinzen gab. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß. Aber er antwortete nicht. Du weißt meinen Sturz auf die Erde. Morgen wird es ein Jahr sein. Ich war ganz in der Nähe heruntergefallen. Ich sah erstaunt, wie er errötete. Wieder fühlte ich einen merkwürdigen Kummer und ich wusste nicht warum. Indessen kam mir eine Frage. Dann ist es kein Zufall, dass du am Morgen, als ich dich kennenlernte, vor 8 Tagen, so ganz allein 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt, spazieren gingst. Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wohin du gefallen warst. Er errötete noch mehr. Vielleicht war es der Jahrestag. Er antwortete nie auf die Fragen, die man ihm stellte. Aber wenn man errötet, so bedeutet das ja, nicht wahr? Ach, ich habe Angst. Du musst jetzt arbeiten. Du musst wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier. Komm morgen Abend zurück. Aber ich war nicht beruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man läuft Gefahr, ein wenig zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Neben dem Brunnen stand die Ruine einer alten Steinmauer.
Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen von Weitem da oben sitzen mit herabhängenden Beinen. Und ich hörte ihn sprechen. Du erinnerst dich also nicht mehr? Es ist nicht ganz genau hier. Zweifellos antwortete ihm eine andere Stimme, denn er antwortete. Doch, doch, es ist wohl der Tag, aber nicht ganz genau der Ort. Ich setzte meinen Weg zur Mauer fort. Ich sah und hörte niemanden. Dennoch erwiderte der kleine Prinz von Neuem. Gewiss, du wirst sehen, wo meine Spur im Sand beginnt. Du brauchst mich nur dort zu erwarten. Ich werde heute Nacht dort sein. Ich war 20 Meter von der Mauer entfernt und sah noch immer nichts. Nach einem kurzen Schweigen sagte der kleine Prinz noch. Du hast gutes Gift. Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt? Ich blieb stehen und das Herz presste sich mir zusammen. Aber ich verstand noch immer nicht. Geh jetzt weg. Ich will herunterspringen. Da richtete ich den Blick auf den Fuß der Mauer und ich machte einen Satz. Zum kleinen Prinzen emporgereckt war da eine dieser gelben Schlangen, die einen in 30 Sekunden erledigen. Ich wühlte in meiner Tasche nach meinem Revolver und begann zu laufen. Aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ sich die Schlange sachte in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der stirbt. Und ohne allzu große Eile schlüpfte sie mit einem metallischen Klirren zwischen die Steine. Was sind das für Geschichten? Du sprichst jetzt mit Schlangen? Ich hatte ihm sein ewiges gelbes Halstuch abgenommen. Ich hatte ihm die Schläfen genetzt und ihm zu trinken gegeben. Und jetzt wagte ich nicht, ihn weiter zu fragen. Er schaute mich ernsthaft an und legte seine Arme um meinen Hals. Ich fühlte sein Herz klopfen wie das eines sterbenden Vogels, den man mit der Flinte angeschossen hat. Er sagte zu mir, ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können. Woher weißt du das? Ich hatte ihm gerade erzählen wollen, dass mir entgegen aller Erwartungen meine Arbeit geglückt war. Natürlich antwortete er nicht auf meine Frage. Auch ich werde heute nach Hause zurückkehren. Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger. Ich fühlte wohl, dass etwas Außergewöhnliches vorging. Ich schloss ihn fest in die Arme wie ein kleines Kind. Und doch schien es mir, als stürze er senkrecht in einen Abgrund, ohne dass ich imstande war, ihn zurückzuhalten. Sein Blick war ernst, er verlor sich in weiter Ferne. Ich habe dein Schaf und ich habe die Kiste für das Schaf und ich habe den Maulkorb. Er lächelte schwermütig. Ich wartete lange, bis er weitersprach, doch ich fühlte, dass er sich erwärmte. Kleines Kerlchen, du hast Angst gehabt. Er hatte Angst gehabt, ganz gewiss. Aber er lachte sanft. Ich werde heute Abend noch viel mehr Angst haben. Wieder lief es mir eiskalt über den Rücken bei dem Gefühl des Unabwendbaren. Dieses Lachen nie mehr zu hören. Ich begriff, dass ich den Gedanken nicht ertrug. Es war für mich wie ein Brunnen in der Wüste. Kleines Kerlchen, ich will dich noch mehr lachen hören. Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern? Wieder antwortete er nicht auf meine Frage. Was wichtig ist, sieht man nicht. Gewiss, das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt, so ist es süß, bei Nacht den Himmel zu betrachten. Alle Sterne sind voller Blumen. Ja, gewiss. Du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Zuhause ist zu klein, um es dir zu zeigen. Es ist auch besser so. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gerne anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen. Ach, kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern. Ja, gerade das wird mein Geschenk sein. Es wird sein wie mit dem Wasser. Was willst du sagen?
Die Leute haben Sterne, aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind sie nichts als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber all diese Sterne schweigen. Du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat. Was genau willst du sagen? Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir vorkommen, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. Und auch er lachte wieder. Und wenn du dich getröstet hast, man tröstet sich immer, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen, gerade so zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du in den Himmel schaust und lachst. Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. So werde ich dir einen hübschen Streich gespielt haben. Und er lachte wieder. Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne eine Menge kleiner Glöckchen geschenkt, die lachen können. Und er lachte noch immer. Dann wurde er wieder ernst. Diese Nacht, weißt du, komme nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Es wird so aussehen, als wäre ich krank. Ein bisschen, als stürbe ich. Das ist so. Komm nicht. Komm das nicht anschauen, es ist nicht der Mühe. Ich werde dich nicht verlassen. Aber er war voller Sorge. Ich sage dir das auch wegen der Schlange. Sie darf dich nicht beißen. Die Schlangen sind böse. Sie können zum Vergnügen beißen. Ich werde dich nicht verlassen. Aber er war beunruhigt. Es ist wahr, sie haben für den zweiten Biss kein Gift mehr. Ich habe es nicht gesehen, wie er sich in der Nacht auf den Weg machte. Er ging lautlos. Als es mir gelang, ihn einzuholen, marschierte er mit raschem, entschlossenem Schritt dahin. Er sagte nur, ah, und du bist da. Und er nahm mich bei der Hand, aber etwas quälte ihn noch. Du hast recht getan, aber es wird dir Schmerz bereiten. Es wird aussehen, als wäre ich tot, aber das wird nicht wahr sein. Ich schwieg. Verstehst du, es ist zu weit. Ich kann diesen Körper da nicht hin mitnehmen. Er ist zu schwer. Ich schwieg. Aber er wird da liegen wie eine alte, verlassene Hülle. Man soll nicht traurig sein um solche alten Hüllen. Ich schwieg. Er verlor ein bisschen den Mut, aber er gab sich immer noch Mühe. Weißt du, es wird wunderschön sein. Auch ich werde die Sterne anschauen. Alle Sterne werden Brunnen sein, mit einer verrosteten Winde. Alle Sterne werden mir zu trinken geben. Ich schwieg. Das wird so lustig sein. Du wirst 500 Millionen Glöckchen haben. Ich werde 500 Millionen Brunnen haben. Und auch er schwieg, weil er weint. Da ist es. Lass mich einen Schritt alleine tun. Und er setzte sich, weil er Angst hatte. Du weißt, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Und sie ist so schwach. Und sie ist so kindlich. Sie hat 4 Dornen, die nichts taugen, sich gegen die Welt zu schützen. Ich setzte mich neben ihnen, weil ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte. Hier, das ist alles. Er zögerte noch ein wenig, dann erhob er sich. Er tat einen Schritt. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts als ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Er blieb einen Augenblick reglos. Er schrie nicht. Er fiel sachte, wie ein Blatt fällt. Ohne das leiseste Geräusch fiel er in den Sand. Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt.
Die Kameraden, die mich wiedergesehen haben, waren froh, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig, doch ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Inzwischen habe ich mich ein wenig getröstet, das heißt nicht ganz. Aber ich weiß, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie klingen wie 500 Millionen Glöckchen. Doch nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Lederriemen zu machen. Es wird ihm nie gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. So frage ich mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf ja doch die Blume gefressen. Das eine Mal sage ich mir, bestimmt nicht. Der kleine Prinz deckt seine Blume jede Nacht mit der Glasglocke zu und er gibt auf sein Schaf Acht. Dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwischt. Dann verwandeln sich die Glöckchen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben. Schaut den Himmel an. Fragt euch, hat dieses Schaf die Rose gefressen oder nicht? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine so große Bedeutung hat. Das ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Ich habe sie nochmals gezeichnet, um sie euch ganz deutlich zu machen. Hier ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genau an, damit ihr sie sicher wiedererkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und wenn ihr zufällig da vorbeikommt, eilt nicht weiter, ich flehe euch an. Wartet ein bisschen, gerade unter dem Stern. Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet, wenn man es fragt, dann werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist. Souls fuse, fire and die.